hilfsbereit und auch noch furchtbar süß. Ihr seid richtig klasse. Tja, Rixel wird sich noch wünschen, er hätte sich mit Ihnen angefreundet. Buffoonery! Das ist alles deine Schuld. Sollte ein Drache nicht in der Lage sein, einen schlechten Weg von einem guten zu unterscheiden? Wozu hast du eigentlich deine Nase? Und hungrig bist du auch noch, Gurga. Warte, das hört sich nicht nach dir an. Kalt. Ich hasse diese kleinen Gauner. Wow, ich fange schon wieder an, entsetzlich zu frieren. Diese Blütenblätter halten nicht lange vor. Oh, schade, dass wir keine zweite Feuerblume gefunden haben. Wir hätten echt mehr Blütenblätter gebrauchen können. Na gut, ihr fliegt zurück. Ich werde Ono alleine finden. Wir werden doch nicht umkehren, nein. Wir sind so nah dran. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr drei erfriert. Also, ihr werdet jetzt umkehren und das Ganze mir überlassen. Wir haben gar keine Wahl. Oh, vielleicht ja doch. Seht! Wärme. Süße Wärme. Die Iglus sind super geheizt, wie es aussieht. Ich dachte, dass ich nie wieder auftauen würde. Dankeschön. Schon wieder. Also ihr werdet mir immer sympathischer. Merkwürdig. Hey, hat sonst noch jemand das Gefühl, dass ihm dieser Ort irgendwie bekannt vorkommt? Dir geht's auch so? Du hast recht. Wir haben diesen Ort schon mal gesehen. Das ist es. Natürlich, es ist der Ort aus Tessandras Vision. Ja, hier hat Ono mit Panthea gekämpft. Mmh, lecker Matschwasser.